So, herzlich willkommen zu den heutigen Question and Answer Videos zum November 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut im Lockdown. Zum Glück Sport dürfen wir ja machen, zumindest Outdoor. Indoor wird es ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Equipment auch zu Hause. Die Fragen heute drehen sich um zwei große Themen. Ein Themenbereich, den wir mal als zweites behandeln. Oft und viel diskutiert, was ist besser, Split-Training oder Ganzkörpertraining? Sehr spannend, weil es ja da auch viele Grabenkämpfe gibt, zwei große Gruppen, die das diskutieren. Das zweite ist HIIT-Training. Da war die erste Frage, also für High-Intensity-Interval-Training, dafür steht HIIT, da war die erste Frage, was sind denn die besten Übungen für ein HIIT-Training? Das könnt ihr sicher auch selbst, wenn ihr euch das überlegt, wird wahrscheinlich jeder von euch ein bisschen was anderes sagen, weil es liegt einfach daran, dass man erstmal ein Ziel definieren muss. Natürlich, die meisten verbinden mit High-Intensity-Interval-Trainings sowas wie Burpees und solche Sachen, aber es ist natürlich auch davon abhängig, eben welches Ziel ich verfolge. Es gibt ja auch Intervalltraining, genauso beim Laufen, Radfahren, Schwimmen etc., also bei den Ausdauersportarten oder jetzt im Winter beim Langlaufen. Muss also nicht unbedingt ein kraftorientiertes Intervalltraining sein. Und dann ist halt wieder die Frage, will ich das Intervalltraining machen, um mich auszupowern, also zum Beispiel als Ausgleich zum Stress im Büro? Oder verfolge ich ein spezifisches sportliches Ziel? Möchte ich das Herz-Kreislauf-System mit trainieren? Oder möchte ich zum Beispiel Gewicht reduzieren? Ja, dann wähle ich auch wieder andere Übungen aus. Beispielsweise bei der Gewichtsreduktion würde ich in dem Fall Übungen für große Muskelgruppen verwenden oder sehr komplexe Übungen, wo halt viele Muskeln zusammenarbeiten müssen, weil halt einfach mehr Energie verbraucht wird. Und das im Mix mit cardio-orientierten Übungen, wie eben wie Jumping Jacks oder Burpees oder so machen. Also da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene Ziele und je nachdem muss man es natürlich anpassen. Also eben, wie ich gesagt habe, bei der Gewichtsreduktion würde ich zum Beispiel so eine Art Intervalltraining machen mit abwechselnd Kraft und Cardio. Hier habe ich noch das Beispiel fürs Radfahren. Also wenn ich jetzt als Radfahrer zum Beispiel ein Kraftintervalltraining mache, also nicht am Rad, das kann ich natürlich auch machen, dann gibt es für mich zwei Schwerpunkte. Das eine ist die Rumpfstabilität und das andere ist die Beine. Gilt zum Beispiel auch für die Läufer. Ja? Während beim Schwimmer ich schon viel auch Schultern zum Beispiel einbauen würde. Also es ist wirklich sportartenspezifisch. Die zweite Frage zum Intervalltraining war, was muss denn bei der Reihenfolge der Übungen beachtet werden? Und da gibt es gerade beim Intervalltraining nicht wahnsinnig viel, was man beachten muss. Ist natürlich auch wieder zielorientiert. Grundsätzlich würde ich aber auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ich, wenn ich die Kraftübungen mache, schon mit den größeren und das eher für einzelne Muskelgruppen machen möchte, dann schon mit den größeren Muskelgruppen beginne. Ja, also zum Beispiel, auch wenn ich Übungen für die Beine habe, dann eher mal die Übung für den Oberschenkel zuerst und dann die Übung für die Wade, wenn ich es jetzt als einzelne Übungen für einzelne Muskelgruppen mache. Was auch ganz wichtig ist am Anfang, je nachdem, entweder ich mache ein paar Minuten Warm-up, keine Ahnung, leichtes Mobilisieren zum Beispiel oder auch einlaufen, einfahren oder ein paar Übungen mit leichten Gewichten. Oder ich baue das halt so direkt ins Intervalltraining ein, dass ich mit zwei, drei leichteren oder cardio-orientierten Übungen beginne. Schon gesagt, also die großen Muskelgruppen zuerst. Und das ist speziell natürlich auch bei Anfängern, wo vielleicht der Puls schneller raufgeht,
würde ich, wenn ich jetzt ein eher kardioorientiertes High-Intensity-Intervall-Training mache, würde ich das trotzdem auch mit ein paar ruhigen Kraftübungen kombinieren, damit einfach der Puls nicht so hoch wird. Weil wenn ein Anfänger jetzt hintereinander Jumping Jacks, Burpees und irgendwelche Rotationssprünge in die Richtung was macht, dann natürlich der Puls irgendwann explodiert. Und das wollen wir nicht. Also da kann man dann zum Beispiel zwischendrin auch mal eine Plank, also eine Stabilisationsübung oder so einbauen und dadurch auch für Anfänger das Intervalltraining zugänglich machen. Die dritte Frage, auch spannend, was wäre die perfekte Zeit für Belastung und Pause für Anfänger und Fortgeschrittene? Das kann man jetzt natürlich auch viel diskutieren. Beim Krafttraining, also beim kraftorientierten Intervalltraining, würde ich immer schauen, ist gescheit so drei Viertel, ein Viertel oder zwei Drittel, ein Drittel bei Fortgeschrittenen. Also 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause oder 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Bei Anfängern würde ich da schon auf 30, 30 runtergehen. Also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Beim Ausdauertraining ist natürlich was anderes. Also so ein klassisches Intervalltraining beim Laufen ist auch ganz wichtig, die Anzahl der Intervalle, die man läuft. Also man sollte mindestens 8 Intervalle einbauen, damit der Körper diese Teilerholung lernt zu nutzen. Und da würde ich bei Fortgeschrittenen entweder 2 Minuten, 2 Minuten zum Beispiel, also 2 Minuten Belastung, 2 Minuten Erholung, was in dem Fall heißt nicht, dass man stehen bleibt, sondern einfach locker weiter trabt jetzt beim Laufen oder beim Radfahren locker weiter fährt. Oder auch, wenn man hochintensiv trainieren will, mal halbe Erholungszeit, also 2 Minuten Belastung, 1 Minute Erholung zum Beispiel. Sollte man aber nicht übertreiben, weil es ist ja der Sinn des Intervalltrainings im Ausdauersport, dass man eben eine Teilerholung hat und die Leistung eigentlich in allen Intervallen gleich hoch sein sollte, aber zwischendurch ein messbarer Rückgang des Pulses. So kann man das auch gut analysieren, ob das Intervalltraining für einen selbst zu hart ist bei Ausdauerbelastung. Denn wenn ich den Puls beobachte und der geht in meiner Belastungspause, also beim lockeren Laufen, nicht deutlich hinunter, dann ist das schon ein Anzeichen, dass die Belastung für mich zu hoch ist. Also der sollte schon deutlich abfallen in den grünen Bereich wieder in dieser Intervallpause. Also wie gesagt, es kommt darauf an, ob es Kraft- oder Ausdauertraining ist. Und dann, das sind halt meine ganz individuellen Empfehlungen für die Fortgeschrittenen, für die Anfänger. Und beim Ausdauersport, wie gesagt, ist wichtig zu beachten, es sollten mindestens 8 Durchgänge sein. Bei Anfängern reichen auch 6 Wiederholungen und da kann ich durchaus die Erholung sogar länger gestalten als die Belastung. Also zum Beispiel 2 Minuten Belastung, 3 Minuten Erholung. Grundsätzlich zu sagen, dass das auch im, also sowohl beim Kraft- als auch beim Ausdauertraining, das High-Intensity-Intervalltraining natürlich höchst effektiv ist. Also das sollte man auf jeden Fall in seinen Trainingsplan einbauen, wenn man Fortschritte erzielen will. Sollte aber natürlich nicht jeden Tag ein HIIT-Training sein, sondern also ein Tag Pause zwischen zwei HIIT-Trainings wär schon ratsam. Muss aber nicht eine komplette Sportpause sein. Man kann ja auch mal Grundlagenausdauer trainieren oder beim Krafttraining ein klassisches Krafttraining machen. Ja, das zweite große Thema heute ist, also was jetzt besser ist, Split-Training oder Ganzkörpertraining. Ich fange jetzt mal mit dem Split-Training an. Ich hoffe, ihr könnt euch alles was drunter vorstellen, was Split-Training ist und was Ganzkörpertraining ist. Ich glaube, Ganzkörpertraining erklärt sich von selber. Also da mache ich natürlich viele Übungen, wo alle Muskelgruppen involviert sind und ich baue eben in ein Training wirklich alle Muskelgruppen ein. Während beim Split-Training ich den Fokus auf ein oder zwei Muskelgruppen lege und dementsprechend nur diese Muskelgruppen auch dann trainiere. Also beim Split-Training ist natürlich der Vorteil, dass ich eine sehr intensive Belastung für eine Muskelgruppe habe, also das spezialisiere und dementsprechend
kriege ich dann natürlich für diese Muskelgruppe einen hohen Trainingseffekt. Jetzt gibt es ja immer wieder Sportarten, wo ich ganz spezifisch eine Muskelgruppe im Einsatz habe und die stärken muss. Und da ist natürlich das Split-Training besonders gut geeignet. Es ist also wirklich hocheffektiv, normal das Split-Training und auch herausfordernd. Also man muss mit einer hohen Konzentration drangehen und es ist auch abwechslungsreich, weil ich ja normalerweise beim Split-Training eine Muskelgruppe an einem Tag trainiere und eine andere Muskelgruppe an einem anderen Tag. Das heißt, ich trainiere sehr oft, habe trotzdem aber eine längere Regenerationszeit für die einzelnen Muskelgruppen, weil ich ja am nächsten Tag ganz andere Muskulatur trainiere. Zum Beispiel, ich trainiere am Montag Rücken, Brust, dann am Dienstag beispielsweise die Beinmuskeln, Beine, Gesäß und am Mittwoch Schulter, Arme beispielsweise und dann fange ich wieder mit Rücken, Brust an. Also Rücken, Brust haben dann 3 Tage Erholung gehabt. Das sorgt natürlich dafür, dass die Gefahr von Übertraining für eine Muskelgruppe sehr gering ist, weil einfach die Erholungszeit trotz der hohen Intensität lang genug ist. Und ich komme immer mit einer frischen Muskulatur zu den Übungen. Das heißt, ich schaffe einfach größere Lasten im Vergleich zum Ganzkörpertraining, weil es sich eben nur auf eine Muskelgruppe konzentriert. Also wenn ich jetzt Bankdrücken zum Beispiel mache als Übung für Brust, Rücken, beim Split-Training schaffe ich normalerweise mehr Wiederholungen, weil die Muskulatur besser erholt ist und ich sie auch nicht in Kombination mit anderen Muskeln vorher belastet habe. Während beim Ganzkörpertraining kann sein, dass ich irgendeine Übung mache, wo halt schon die Brust, wo Brustmuskeln und Rückenmuskulatur involviert sind. Und wenn ich dann zum Bankdrücken komme, habe ich nicht mehr die volle Power. Und natürlich, wenn ich größere Lasten schaffe, habe ich in puncto zum Beispiel Hypertrophie und Maximalkraft und so einen besseren Effekt, wenn ich eben das höhere Gewicht schon schaffe. Nachteil meiner Meinung nach ist einerseits das Verletzungsrisiko, weil der Muskel zwar dazwischen Erholungszeit hat, aber beim Training natürlich hochintensiv belastet wird und mit höheren Gewichten und oft viele Übungen für eine Muskelgruppe. Und da ist natürlich auch die Belastung dann für die Sehnen dieser Muskelgruppe deutlich höher. Kann schon mal sein, dass man sich deshalb da verletzt. Also da sollte man auch gut aufpassen. Es kann natürlich auch Leute dazu verleiten, zu einseitig zu trainieren. Klassiker sind dabei eher die Männer, nicht? Die dann oft sehr starken Rumpf haben, das heißt, die trainieren dann viel Bizeps, viel Brust und solche Sachen, weil das halt, weil sie das halt optisch gern haben und vergessen dann oft auf die Beine und dann hat man halt jemanden mit einem starken Rumpf und schwachen Beinen und das ist auch wieder ein gewisses Verletzungsrisiko, wenn ich keine ausgeglichene Muskulatur habe. Bei den Damen ist es ja oft umgekehrt, die trainieren sehr viel Bauch, Bein, Po und haben dafür dann schwächere Arme, ist immer wieder zu beobachten. Und da sollte man halt aufpassen beim Split-Training. Bietet wiederum das Ganzkörpertraining den Vorteil. Was auch passieren kann, ist, wenn man nicht sehr häufig trainiert, ist Split-Training nicht gut geeignet. Weil wenn ich jetzt zweimal in der Woche trainiere und ich mache ein Split-Training, sagen wir auf 4 Splits, dann dauert es 2 Wochen, bis die Muskelgruppe wieder dran ist. Und dann ist der Abstand einfach zu groß zwischen den Trainingsreizen. Also da werde ich eher abbauen, meine Leistung als aufbauen. So, jetzt haben wir hier das Ganzkörpertraining. Da bin ich schon weg. Also das Ganzkörpertraining, ich verschiebe mein Bild da ein bisschen. Die Vorteile vom Ganzkörpertraining sind einerseits die gute Belastungsverteilung. Das heißt, ich kriege eine ausgewogene Muskulatur,
kann gut gegen muskuläre Disbalancen und so auch arbeiten. Ich habe immer eine dosierte Belastung, schön verteilt auf alle Muskelgruppen. Ich kann viel komplexe Übungen machen, also das Zusammenspiel der Muskulatur auch verbessern und nicht nur den Fokus auf einen einzelnen Muskel legen. Es ist super geeignet für Allrounder. Ich decke damit alle Bereiche ab, ohne einen einzelnen Muskel zu überfordern. Ich habe eine höhere Frequenz der muskelgruppenspezifischen Reizsetzung, was nicht anders heißt, bei dem Ganzkörpertraining habe ich bei jeder Einheit alle Muskelgruppen im Einsatz. Also der Abstand zwischen den Muskelreizen ist sehr, sehr gering. Auch was man nicht vergessen darf, der Energieumsatz ist höher beim Ganzkörpertraining. Warum ist der Energieumsatz höher beim Ganzkörpertraining im Vergleich zum Split-Training? Weil ich einfach mehr komplexe Übungen drin habe und in allen Einheiten die großen Muskelgruppen mit dabei habe. Also ist im Durchschnitt der Energieumsatz beim Ganzkörpertraining deutlich höher. Und was auch noch ist, ich habe eine höhere Erschöpfungsrate und daher einen höheren Superkompensationsgrad. Das kann man sich so vorstellen, also die höhere Erschöpfungsrate. Ich setze einfach alle Muskeln ein. Ich habe komplexe Übungen. Das heißt, es kommt zu mehr Kohlenhydratverbrauch. Es kommt zu mehr Eiweißabbau. Es kommt zu mehr Einrissen in der Muskulatur, weil ich einfach mehr Bereiche der Muskulatur verwende. Das muss alles repariert werden, ausgeglichen werden. Hier ist also einfach der größere Anreiz für eine Superkompensation gegeben. Nachteile hat es natürlich auch das Ganzkörpertraining. Wenn ihr daran denkt, dass die einzelnen Muskelgruppen unterschiedliche Regenerationszeiten haben, und jetzt beim Ganzkörpertraining aber jede Muskelgruppe in der Einheit zum Einsatz kommt und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder, dann sind Teile der Muskulatur gut erholt, beispielsweise die Bauchmuskulatur, die sehr schnell erholt, und andere Teile, wie zum Beispiel Oberschenkelgesäß oder so, die wesentlich länger oder in dem Fall das Dreifache der Bauchmuskulatur brauchen, haben aber auch nur die gleiche Erholungszeit. Das heißt, die sind dann für die nächste Einheit noch nicht regeneriert. Und deswegen ist da ein bisschen die Gefahr, dass man mit einzelnen Muskelgruppen ins Übertraining reinkommt. Außerdem ist es halt natürlich weniger sportartenspezifisch. Also wenn ich jetzt in meiner Sportart eine bestimmte Herausforderung habe, wo eine bestimmte Muskelgruppe ganz besonders belastet wird, kann ich das halt mit dem Ganzkörpertraining nicht bis zu diesem 100% Level so steuern. Ja? Die Trainingsreize sind natürlich verteilt und nicht so spezifisch gesetzt, um jetzt eine Maximalleistung herbeizurufen. Ja, als Fazit dazu würde ich sagen, man muss jetzt nicht da sich für eins von beiden entscheiden, wie es viele tun. Ich sehe da auf beiden Seiten Vor- und Nachteile und es spricht eigentlich nichts dagegen, beides einzusetzen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Krafttraining begleitend zum Ausdauersport macht und einmal in der Woche Krafttraining macht, dann würde ich auf jeden Fall das Ganzkörpertraining machen, weil sonst manche Muskelgruppen fast gar nicht zum Einsatz kommen. Wenn man häufiger trainieren geht, spricht durchaus dafür, dass man das mal abwechselt. Das heißt, mal eine Zeit Krafttraining macht, dann wieder vielleicht in einer spezifischen Phase wieder auf Split-Training umsteigt. Vielleicht ist es auch je nachdem, welche Jahreszeit es ist, dass manche zum Beispiel im Winter mehr Krafttraining machen, im Sommer mehr draußen sind und so weiter. Also dann zum Beispiel in dem Fall im Winter Split-Training, im Sommer Ganzkörpertraining. Das kann man wirklich ein bisschen anpassen und durchaus beide einsetzen und somit einen gezielten Trainingsreiz auch hier setzen, indem man nicht immer nur die gleiche Trainingsform verwendet. Man muss sich also nicht für eins von beiden entscheiden, sondern man kann das durchaus abwechseln und erzielt damit wahrscheinlich
den größten Erfolg im Vergleich zu, wenn man sich jetzt nur für ein Prinzip komplett entscheidet und sein ganzes Trainingsleben lang danach dann trainiert. Ich hoffe, das war für euch informativ und dass das gut erklärt war. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben.